Konnichiwa, meine Anime- und Game-Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Far Cry Primal. Ja, wir sind jetzt im Gebiet der Udam und wir haben eine ziemliche Arschkarte, weil die hinter uns her sind und man will uns auf jeden Fall umbringen. Von daher, nicht so schön. So, ich gehe mal kurz hier hoch. Hier ist ein schönes Feuer. Ist das ein Freund von mir? Er ist verletzt. Kann ich dem helfen oder so? Ist ja krass. Ich glaube, das brauchst du nicht mehr, wenn du jetzt sowieso... Willst du mich verarschen? Warum brenne ich jetzt hier? So, gehen wir mal weiter. Der ist auf jeden Fall... ja. Dem Untergang geweiht, würde ich mal jetzt behaupten. Hier sind Fußspuren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier weiter möchte. So, was haben wir hier ausgerüstet? Wir nehmen mal diese Feuerbomben. Natürlich, so ein dicker... Hier können wir keine Fallen hinbauen. Ernsthaft? Geht doch. Geht doch. Wenigstens ein paar ausschalten. Na, wer war denn das? Ich nicht. Das ist kacke, dass man hier nicht so die Fallen hinbauen kann, wie man möchte. Scheiße, da kommt er. Oder auch nicht. Das Problem ist, man kann ihn nicht einfach so töten. Sind halt so eine gepanzerten. Das ist in Far Cry 4 ja auch so gewesen. Die hatten auch immer so eine Gatling oder sowas. War mal ziemlich heftig. Wissen gar nicht, wo ich bin, oder? Noch nicht. Scheiße. Kommen die jetzt hier hoch, oder? Ich will nicht so viel riskieren. Hallo! Ich bin hier! Ach, jetzt hast du meine Falle versaut, du Arsch. Für die Brocken, die jetzt nämlich kommen. Da sind so viele. Scheiße, Mann. Spiel. Jetzt ist meine Falle weg. Fuck it. Ich habe ein bisschen Angst vor dem hier. So, bitteschön.
Lol. Jetzt verreck doch mal. Meine ganzen Keulen. Was sitzt du denn? So, bitteschön. Gib mir meine ganzen Keulen bitte wieder. Heilige. Das ist jetzt auch nicht so ohne gewesen. So, vielleicht sind so eine Bienennester. Sind das Bienen oder Wespen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht sind die ein bisschen praktischer. Lol. Lol, das wollte ich jetzt auch nicht. What the fuck? Wollt ihr ihn da gar nicht mal hinlegen? Warum lebt ihr noch? Seid ihr nicht meine Feinde? What the fuck? Warum zappeln die noch rum? Was zum Teufel? Die bewegen sich. Das ist voll unheimlich hier. Nicht mehr hier raus. Ich weiß nicht mal, ob es so schlau ist, diese Fußspuren hier zu folgen. Und hier gibt es so viele Waffen, die wir wieder bekommen. Das ist auch nicht so geil. Das ist kein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Wo führt uns das hin? Wahrscheinlich in die Arme des Hauptbosses hier. Holy shit. Macht er? Lol. Lol. Du verficktes Wichsvieh, du verpiss dich. Lass die Frau in Ruhe, Alter. Was willst du denn? Jetzt auch mal in die Eier geschossen werden. Lol, dann machen die hier einfach mal rum, so. Rambazamba. Verpiss dich. Verpiss dich auch. Das ist für den Dicken. Das ist für den Dicken gedacht. Oh mein Gott. Das sind mir zu viele. Das ist für den Dicken gedacht. Schalalakalaka, Motherfucker. Lauf rein. Geht doch. Oh shit. Schluck Bienen. Hier kriegst du noch was dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So, ist die Frau jetzt freundlich oder nicht? Weil die ist rot markiert. Weil sonst habe ich jetzt umsonst mich hier bemüht, sie zu retten. Das wird sich, glaube ich, erst herausstellen, ob sie nett ist. Oh, ich glaube nicht, dass sie nett ist. Die werden nämlich als Feinde angezeigt. Kann man die eigentlich zu uns holen? Also, dass sie zu unserem Volk gehören? Denn? Weil ich glaube nicht, dass sie freiwillig da sind. Hey, Ladies. Herr Carson Hengst, wollt ihr zu ihm? Lol. Ich rüste mich lieber aus. Ich weiß ja nicht, wie die ticken. Hallo, ich rede mit dir.
hauen die ab hier. Die sind als weiß markiert. Also sind die sozusagen neutral oder was? Würde ich mal jetzt so sagen. Neutrale Computer-Charaktere. Ich will mit euch reden, hallo. Okay, die wollen nicht. Hey, ich will mit dir... Tja, bevor sie mich verpfeift. Meinst du, verstecken bringt dir was? Aber ich will die nicht töten. Aber bevor sie noch mehr Udam-Monster gebärt... Nein, Mann, ich kann das irgendwie nicht. Sie ist eigentlich unschuldig, oder? Aber die hat mir Angst gemacht. Ich glaube, die wollte mich angreifen. Ich gehe mal übers. Hey, ich glaube, ich muss sie doch killen. Tut mir leid. Aber die ganze Zeit wird da angezeigt, so dieses Feind-Symbol halt. Scheiße. Nicht so geil. So, Spann abbrechen. Fähigkeit nicht, guck mal kurz. Doppelte Fall. Ketten-Takedown. Schalte mehrere Gegner nacheinander aus. Oh ja, das mache ich. 2 Punkte habe ich noch. Ja, dann können wir ja trotzdem diese doppelten Fall machen. Oder doppelte Fall. Okay, ich habe es jetzt verkackt. Handwerk kann ich leider nichts machen. Ich möchte nämlich diesen Doppelbogen hier haben. Da brauche ich jetzt noch... Da muss ich die Hütte noch verbessern. Okay. Ja, das schaffen wir schon. Irgendwie. Lol, das hat gerade voll geleckt. Ich kann auch was werfen. Frische Bienen. Um halben Preis. Boah, jetzt hört er mal auf zu nerven. Was ist denn hier los? Komm, noch mehr. Warum treffe ich dich nicht? Lüg jetzt nicht. Ich weiß, dass ich dich treffe. Meisterschütze, yes! Halleluja! Das heißt, wir haben aus einer sehr weiten Entfernung den Typen getroffen. Das ist doch nicht schlecht. Aber das Problem ist, uns geht hier auch langsam das Holz und so alles aus. Hier kann man nichts sammeln in diesem Gebiet. Deswegen müssen wir schön unsere Sachen wieder zurücksammeln. Und die ausplündern, damit wir vielleicht irgendwas bekommen, was die für uns haben. So, weiter geht's. Also langsam möchte ich mal hier raus. Weg von denen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Schauen wir mal ein bisschen hier einsammeln. Noch, falls wir was mitnehmen können. Norton. Okay. Ach, herrje. Das ist hier echt nicht so sicher. Ich will hier weg. Yes, entflohen. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Weg hier. Huch, was ist jetzt los? Jetzt lädt es. Also heißt es, wir haben es wirklich geschafft. Mal sehen, was jetzt passiert. Vielleicht werden wir jetzt verfolgt und das ist jetzt so eine Sequenz, die wir uns ansehen müssen. Ich weiß es nicht. Ach, herrje.
Leider Nata Udam Guana. Uparash. Daru Balya Laiwabi. Charu Fadaspi Tasalwaya. Machi Auchat. Utakar buli mwana. Nusi saus hinacha. Okay. Ich hole sein Ohr für dich. Wenn du willst, gebe ich dir auch alle beide. Udam Heimat. Oh mein Gott. Schwierigkeit sehr schwer. Dieser Eingang führt zu Udam Heimat, die von Ul beherrscht wird. Puh, geil. Nicht schlecht. Ihr wollt doch jetzt nicht, dass ich das wirklich mache, oder? Hier gibt's doch noch so viel zu machen. Ach, hier ist ja noch dieser Narbenbär, wa? Den hätte ich eigentlich Bock, muss ich sagen. Ansonsten... ja. Habe ich auch keinen Plan, was ich jetzt hier machen soll. Hier ist so viel. Hier waren wir auch. Das ist der Befehlshaber. Okay. Ah, das ist jetzt eine gute Frage, was ich hier machen soll. Also ich bin jetzt gerade in unserem Dorf. Hier sind ja auch noch einige Gebiete, die man hier noch gar nicht wirklich so erkundet hat. Ich glaube, ich mache erstmal hier im Dorf kurz was schauen. So, wir verbessern das mal jetzt. So, das hätten wir verbessert. Was heißt, wir müssten jetzt eigentlich unser Doppelbogen machen. Yeah. Nice. Ach, da unten ist dieser komische Typ. Der hier. Tobsuchsbombe. Den müssen wir also sozusagen fertig machen. Damit wir ihn auch gefangen nehmen können wie den hier. Damit wir Feuer... von denen haben wir ja Feuerbomben bekommen. So, wir haben jetzt wieder 3 Fähigkeitspunkte. Hinterlistige Bestien zähmen. Ja, ich mach das mal. Ich möchte endlich mal die anderen hier zähmen. Wow, wow, das sieht cool aus. Nicht schlecht. Was ich cool finde, ist, dass man hier wirklich sammeln kann. So die ganzen Fleischsachen, was weiß ich. Sehr cool. So, unser... was wollte ich jetzt sagen? Unser Schamane hier, der hat hier wieder irgendwas für uns, wie es aussieht. Denn da ist jetzt nämlich so eine Markierung. Ach, bei dem weiß ich immer nicht, der macht so komische Sachen mit mir. Gucken wir mal. Der ist unheimlich. Okay. Na krabi, hiraki spada. Mupur hiraki slaigua. Palu mansipa. Quaina mu bateris quala. Ni krabi hudagua. Machi. Salwa urus dagua. Machi, batari shanchimas. Krati dausmas. Prasqua, yahu bacham. Mas prasqua bi. Batari, krati kasha. Batari, krati dwaisa, krati dwaya. Guifwa sakrati hudagua. Nusasushelhain. Joshman Suchaya.
Autsch. Da, ce mastaguar pe ti. Okay. Ukratis praskwa waida. Tu sush dugestar. Drauba mas. Ah, wir können die Batterie also stoppen. Na dann. Die hat es verdient. Die wollte uns echt verbrennen, die blöde Kuh. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was jetzt damit wird, ob wir jetzt hier weitermachen können. So, Karushs Höhle, Hütte meine ich. Höhle, Mann. Oh Gott. Die können wir auch verbessern. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo der war. Hier ist Pissemann. Ja, ja. Der redet immer so lustig. Er war hier hinten irgendwo, glaube ich. Ja, da ist er. Cool. Das können wir verbessern, machen wir mal gleich. Habe ich jetzt eigentlich alles verbessert? Bin ich mir jetzt gar gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Dorf. Ding. Das können die können wir auch machen? Ist aber noch gesperrt. Okay. So, wir haben 168 Stammesangehörige. Das ist schon cool. 300 können wir machen. Haben wir noch ein bisschen was zu tun? Dafür müssen wir die Venja helfen. Oder wenn ja, oder wenn... Ach, keine Ahnung, wie man die heißen. Achso, ich wollte ja auf die Karte schauen. Der hat uns ja jetzt... Warum war das jetzt hier markiert? Der hat uns jetzt eine Aufgabe gegeben für die Batterie. Wo ist denn das? Ach, hier ist ja auch noch eine Sache. Ach, Mann, ey, was wollt ihr denn alle von mir? Urki! Urki ist auch noch da. Der ist so bekloppt. Mag den, er ist so bescheuert. Machen wir mal hier eine Schnellreise. Urki kennt ihr vielleicht noch. Er möchte unbedingt fliegen wie ein Vogel. Da haben wir ihm ein paar Federn besorgt und er ist wirklich von einer Klippe runtergesprungen. Und dann hat er so rumgestöhnt. Ich dachte echt, er ist tot. Aber er lebt noch. Ist doch schön. Belohnungscenter. So, ich nehme einfach hier wieder alles mit, was man mitnehmen kann. Ist nicht so viel, wie ich gerade sehe. Oh. Seltene Fälle. Finde ich sehr schön. So. Ich möchte den Bogen gerne mal ausprobieren. Und da ist ein Fragezeichen. Da können wir ja mal schnell hin. Okay, wir sind schon da. Tja. Das ging schnell. Yay. Jetzt kriegen wir Federn. Können wir für Urki nehmen. Oh, ist schon voll. Auch gut. Was ist denn hier eigentlich? Sudahorn. Okay. Ja. Finde ich cool, was die hier bauen. Oder ist es einfach so aus der Natur entstanden? Könnte ja auch sein. So, wir haben ja jetzt den Weg markiert. Tensei, der Schamane. Oh, weia, das kann ja was werden. Ich sollte vielleicht Holz sammeln. Ich glaube, nach der letzten Mission habe ich nicht mehr ganz so viel. Was? Hexen? Scheiße. Ah!
So, der fackelt jetzt den ganzen Wald ab. Oder auch nicht. Oder war es eine Frau? Nein, es war ein Typ, weil ich gerade mich gewundert habe wegen den Bomben hier. Scheiße. Oh, shit. Ich hau mal ab. Auf Wiedersehen. Wo ist eigentlich mein Tigri? Ach, ich hol mal jetzt hier unseren süßen Wolf. Ist er schon da? Hallo! Ja. Muss aufpassen im Wasser. Ich will nicht jetzt riskieren, von einem Krokodil geschnappt zu werden. Das hatte ich einmal. Das war nicht so schön. Oh, das ist ein Streifenwurf, Alter. Cool. Stirb. Wow! Misty! Verdammte Axt. Leute, ist ein Stein. Wo ist der? Psch, böse, böse! So, wir haben jetzt den Fell. Ich hab den ja bereits, deswegen brauche ich ihn nicht. Was ich an Tieren brauche, ist noch diesen Dachs, den Höhlenbären. Hier diese seltene... Nein, den habe ich ja. Das hier, Leopard. Keine Ahnung, wo der ist, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist in irgendeinem Gebiet, da habe ich den auf der Karte gesehen, aber ich bin den noch nicht begegnet, glaube ich. Und den großen Narbenbär. Ja, das kann ja auch was werden. Ein Bär ist nämlich auch ganz schön brutal beim Kämpfen. Das sind wirklich Bestien hier. So. Okay. Das ist unsere Markierung. Ist doch hier. Ich wundere mich gerade, warum diese Schritte so weit sind. Darauf hätte ich jetzt echt keinen Bock, jetzt 3000 Schritte zu laufen. Oh, hier ist sehr viel Holz zum Sammeln. Sollte ich vielleicht machen. Nashörner, da muss ich auch aufpassen. Die haben mich schon mal weggekickt. Da war es aus mit mir. Ich bin gerade ruhig, weil hier... Oh mein Gott. Nö. Nö. Boah. Shit. Warum muss der sich denn jetzt hier rumtreiben? Sag mir nicht, hier ist eine Höhle von denen oder so. Ich habe schon wieder eine Katze gehört. Sind lauter Miezekätzchen. So, laufen wir mal schnell weiter. Die Maske von Krati. Wir müssen jetzt die Höhle betreten und die Maske stehlen. Hier ist die Höhle. Sehr finster. Na gut, ich mache jetzt aber hier erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann werden wir diese Höhle betreten. Also schaltet wieder ein und bis dann.